Was ist schon wieder am Backen? Ja, wir müssen doch alles herrichten, oder? Ja, Wenn wir wir fahren jetzt jetzt gleich gleich wieder wieder weiter. unterwegs sind. Wie oft schauen wir eigentlich Fernsehen, wenn wir unterwegs sind? Nicht viel? Nachrichten? Ja. Aha. Wie viel Fernseher haben wir? Zwei. Einen hier und einen im Schlafzimmer hier. Und jetzt haben wir noch einen. Und den wollen wir jetzt für euch auspacken. Den haben wir zur Verfügung gestellt bekommen, um ihn mal auszuprobieren. Es ist nämlich ein schönes kleines Gerät für, ja, zum Beispiel Wohnmobilisten, ja. Die kann man außen betreiben und das packen wir jetzt mal gemeinsam aus. Und dann testen wir den, wenn wir unterwegs sind und berichten euch, was der Fernseher kann und gegebenenfalls auch, was er nicht kann. Jetzt packen wir erstmal aus. So, also dieses Gerät, August DA100D, wurde uns zur Verfügung gestellt. August passt, denn ihr wisst ja, unser Gustl heißt gut bürgerlich August, ja? So, und jetzt packen wir das mal aus. Also, wir sehen hier schon mal, das geht schon los mit einer Beschreibung, die braucht kein Mensch. Ja? Und dann haben wir hier, dann sehr verpackt, ich mache das so professionell, weil ich das schon mal gemacht habe. Ja? Und hier haben wir den Fernseher. Und dann haben wir hier einiges an Zubehör. Fernbedienung. Netzkabel, ganz wesentlich. Zwei Antennen, also eine Stabantenne zum Reinstecken oder alternativ diese flexible Antenne, die man dann, die unten einen Magnetfuß hat, die man also sogar außen am Auto befestigen kann. Dann haben wir hier Kabel, da haben wir HDMI-Kabel. Dann haben wir jetzt noch dabei diesen Auto 12 Volt Adapter und dann hat man hier noch einen Ständer. So steht er dann da. So, und zu guter Letzt ist noch eine Tasche dabei. Da kann man das alles unterbringen und da bringe ich das jetzt auch alles, da stopfe ich das jetzt alles rein. Dann geht es auf Tour. Probieren wir es aus. Dann sagen wir euch, ob was taugt und was nicht. Und wenn er was taugt, dann bekommt ihr danach auch einen Link. Den hat mir der Hersteller zugesprochen. Also wie gesagt, wir haben den Fernseher zur Verfügung gestellt bekommen. Und dann kriegt ihr noch 25% Rabatt auf den Fernseher. Aber schaut erst mal zu, ob er euch überhaupt nützlich wäre. Also auf geht's. Also so schön verpackt ist er in dem kleinen Täschchen. Und was ich jetzt gesehen habe und vielleicht auch als erwähnenswert noch damit anfügen möchte, bevor wir das Gerät eigentlich testen, ist dieser Adapter für Amerika. Der ist da schon dabei. Also man kann hier das Deutsche abziehen und es für Amerika dann aufstecken. Und dann kann man also auch im Ausland benutzen, in Übersee. Halte ich schon mal für eine qualitativ hochwertige Sache. Und Rest folgt. Hier seht ihr dann schön verpackt den August im August. Also August heißt ja auch unser Gustl, ja. Und dieser Mini-Fernseher heißt auch August. Und beim Auspacken habt ihr ja schon zugeschaut. Wir haben jetzt mittlerweile auch schon drei Videos darüber gedreht. Beim einen hat man leider keinen Ton, beim anderen hat man keinen Empfang und das dritte ist irgendwie anders misslungen. Jetzt versuchen wir nochmal, euch den August vorzustellen. Also ihr seht schon mal diese praktische Tasche. Ich halte diese Tasche für sehr geschickt.
Man bringt alles gut unter, ohne dass das vollgestopft ist. Und vor allen Dingen, man kann die Tasche am Henkel tragen, man kann sie sich umhängen. Und wenn man mal zum Beispiel ins Bad geht, kann man die Tasche auch mitnehmen. Da ist alles sauber aufgeräumt. Und ich packe aus. Erstmal den Ständer, die Fernbedienung, den eigentlichen Gegenstand, nämlich den August. Dann das 220 Volt Kabel und dann die zwei Antennen. Dann ist noch die Beschreibung drin, die kein Mensch braucht. Und zumindest hoffentlich. Und dann ist noch der 12 Volt Anschluss drin dabei. Ein HDMI-Kabel und ein AV-Kabel ist noch zusätzlich dabei, aber das brauchen wir jetzt nicht. So, wir schließen das jetzt nicht am 220 Volt an, sondern am 12 Volt Strom, wenn man schon die Option hat. Mal schauen. Und Antenne, empfiehlt es sich grundsätzlich diese Wurfantenne zu nehmen oder diese Kabelantenne, denn das haben wir schon ausprobiert, mit der ist der Empfang deutlich besser als mit der Stabantenne. Wobei, wenn man an einem günstigen Platz ist, kann man auch diese Stabantenne verwenden. Wir schalten das Gerät jetzt ein, da müsste jetzt eigentlich was kommen, jawohl, kommt auch, dann gehen wir auf Menü. Aha, da hat er schon die Sender gefunden. Das heißt, wir gehen erstmal auf Land. Menü. Deutschland. Deutschland. Und dann gehen wir auf Autosuche. Und jetzt sucht er die entsprechenden Programme. Mal schauen, was er an Programmen findet. So, man sieht, jetzt sind 89% gescannt. Und er hat bisher 24 Programme gefunden. Da werden die wichtigsten sicherlich dabei sein. So, hier kann man also sehen, da lassen sich die Kanäle einstellen. Hier sind wir beim Kanalmanager, da sieht man, was alles an Kanälen gefunden wurde. Und man kann natürlich auch hier Bildmodus, Kontrast, Helligkeit, Farbe, Schärfe, Farbton und so weiter alles anpassen. Also wie bei einem ganz normalen Fernsehgerät, was ihr zu Hause habt, kann man das hier auch verwenden. Was vielleicht auch noch interessant ist, er hat, was ATV bedeutet, das weiß ich nicht. HDMI weiß jeder, was er bedeutet. AV ebenfalls. Und Media Player, da nehme ich an, dass man hier einen CD- oder DVD-Spieler anschließen kann. Ja, das ist eigentlich das Wesentliche. Mehr gibt es da nicht zu erklären. Das Ganze geht über DTB, also digitales Fernsehen, digitales Antennenfernsehen, wie wir es jetzt in Deutschland oder in Europa weit überall haben. Und das funktioniert nicht an jedem Ort. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt hier das Video gedreht haben. Denn wir waren an zwei Orten gestanden. An einen wollte ich es vom Wohnmobil drehen. Da haben wir gar keinen Sender gefunden, weil es eben nicht aus, die Gegend nicht ausgestattet ist mit dem digitalen Antennenfernsehen. Und dann am anderen Ort haben wir nur drei Programme gefunden, die in der Regel auch auslangen. Ich finde, das Ganze ist halt praktisch, wenn man mal vorm Wohnmobil zum Beispiel sitzt und man möchte sich die Tour de France anschauen oder Fußball spielen und will nicht ins Auto reingehen. Gerade also auch Spanien oder sonst wo, wenn es warm ist und wenn man am Abend schön außen sitzt und will was sehen, kann man sich das außen wunderschön anschauen. Darüber hinaus hat er drei, jetzt schalte ich nochmal wieder aus, die Bilder habt ihr gesehen, also das zeigt er an. Darüber hinaus lässt er sich auch komplett hier oben bedienen, also man braucht nicht unbedingt die Fernbedienung. Und mit Strom wird er versorgt, entweder über das 220 Volt Kabel oder über das 9 Volt Kabel. Und alternativ, wer es sich leisten kann und leisten mag, der kann auch 9 Mignon Batterien reinlegen. Haben wir natürlich nicht gemacht. Ja. Ich weiß auch nicht, das haben wir nicht probiert, wie lange mit diesen 9 Mignon Batterien dann funktioniert.
Zeit, aber 9 ist natürlich schon eine Ansage, also das sollte dann schon eine gewisse Zeit gehen. Wenn es das wert ist und wer sonst keine Möglichkeit hat zur Energieversorgung, der kann das machen. Wir haben ja hier jetzt die Möglichkeit mit den 12 Volt gehabt und deswegen wäre das ja doof gewesen, wenn wir das so gemacht hätten. So, ihr habt gesehen, wie das Ganze funktioniert. Ich finde, es ist eine ganz nette Sache. Wir haben den ausgiebig getestet und wenn man digitalen Antennenempfang hat, funktioniert er einwandfrei. Er ist ideal, wenn man mal vorm Wohnmobil sitzt und keine Möglichkeit hat, sein Fernseher rauszudrehen, dann ist er ideal. Bei einem Glas Wein kann man noch Tour de France oder eben auch ein Fußballspiel anschauen. Es ist vor allen Dingen auch ideal für kleinere Kastenwägen, die keinen eigenen Fernseher drinnen haben und trotzdem mal Tagesschau oder sonst was anschauen möchten. Es ist auch ideal, gerade mit den 9 Volt Batterien, mit den Mignon Batterien, die man reinstecken kann, dass wenn man irgendwo hin zum Baden geht und möchte was anschauen, zum Beispiel ein Fußballspiel, kann man den auch mitnehmen. Wir können eine Wertung abgeben, wir müssen keine Wertung abgeben. Ich kann sagen, das Gerät funktioniert gut und ich kann es auch empfehlen. Und wenn ihr das bestellt, ich tue den Bestelllink bei Amazon unten unter dem Video verlinken oder aufführen. Und wenn ihr es über diesen Link bestellt, bekommen wir nichts davon, aber ihr bekommt 25% Rabatt. Also wir haben das Gerät zur Verfügung gestellt bekommen mit der Bitte, dass wir ein Video drehen. Das haben wir hiermit erledigt und bekommen aber jetzt da keine weiteren Vergünstigungen, wenn ihr das bestellt. Das ist jetzt nur ein Service des Verkäufers, dass er sagt, wer das Video gesehen hat und es bestellt, bekommt 25% Rabatt aufs Gerät. Wir wollen solche Produkte öfters mal vorstellen, deswegen haben wir ja auch diese Playlist Produktvorstellungen und gebt uns Anregungen, wenn ihr mal ein Interesse an einem Produkt habt, was wir testen sollen, dann machen wir das auch gerne. Da werden wir sowohl Produkte vorstellen, die uns zur Verfügung gestellt sind, das markieren wir dann mit Werbung, wie jetzt dieses Produkt, oder auch Produkte, die wir selbst gekauft haben, ohne dass das mit dem Hersteller was zu tun hat, das ist dann natürlich nicht als Werbung deklariert. So, also, wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Kommentar, schreibt uns dazu, wie ihr dazu steht. Wenn ihr gekauft habt, würde uns natürlich auch eure Erfahrungen interessieren. Und wenn ihr unseren Kanal abonniert, dann freuen wir uns auch und für einen Daumen hoch und so. Also viel Spaß damit und noch eine schöne Sommerzeit.